Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich möchte heute gerne mit euch einen TikTok-Trend machen und zwar Mango-Koko-Snacks. Dazu brauchen wir 200 Gramm Joghurt, eine halbe Mango, das waren jetzt bei mir so circa 115 Gramm und einen Esslöffel Kokosraspeln. Ihr gebt alles in eine Form zusammen oder in eine Schüssel. Ich habe jetzt hier einfach mir so eine größere Schüssel genommen, wo ich mir den Joghurt schon direkt reingegeben habe. Gebt dann auch die Kokosflocken mit rein. Nehme einen Löffel, vermische das Ganze einfach so ein bisschen. Habe mir hier auch schon ein Brettchen hingelegt, welches ich mit Backpapier überzogen habe. Und dann geht es gleich super einfach und schnell. Wenn ihr das Ganze dann vermischt habt, achtet einfach so ein bisschen drauf, wie viel Mango ist mit drin. Jede Mango ist ja unterschiedlich groß. Und dann gebt ihr einfach so Häufchen hier auf euer Backpapier. Von der Größe her könnt ihr das ganz individuell gestalten. Also der die Häppchen etwas größer mag, der nimmt etwas größere Häufchen. Der das etwas kleiner mag, nimmt etwas kleinere Häufchen. Meine Häufchen sind auch schon fertig. Ich habe jetzt hier 7 Stück. Die wandern jetzt für 1 bis 2 Stunden in den Tiefkühler. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir sie gleich mit Schokolade verzieren und ein bisschen Kokosraspeln drüber geben. Unsere kleinen Mango-Snacks sind jetzt noch im Gefrierfach. In der Zwischenzeit werden wir jetzt einmal die Schokolade schmelzen. Dazu geben wir einmal 300 Gramm Schokolade in den Mixtopf. Und die wird dann für 3 Sekunden auf der Stufe 8 zerkleinert. Unsere weiße Schokolade ist jetzt einmal zerkleinert. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Und die wird jetzt für 2 Minuten auf 55 Grad Stufe 2 geschmolzen. Unsere Schokolade ist jetzt geschmolzen. Und das muss jetzt wirklich super zackig gehen. Wir füllen einmal unsere Schokolade jetzt hier um. Und dann müssen wir super schnell sein mit den kleinen Häppchen. Die werden nämlich dann einmal darin eingetunkt, aber das zeige ich euch gleich etwas näher. Ich werde jetzt meine Kamera so ein bisschen mal umstellen. Ich habe meine Kamera für euch jetzt mal etwas umgestellt und wir werden jetzt hier so einen kleinen nehmen, geben den jetzt direkt hier in die weiße Schokolade hinein, mit einer Gabel einfach so ein bisschen umdrehen, kurz hier so ein bisschen abtropfen lassen und dann ist es wichtig, das wieder aufs Backpapier draufzulegen, damit ihr sie nachher herunterbekommt. Und wenn ihr dann möchtet, könnt ihr natürlich auch noch hingehen und so ein bisschen Kokosraspel mit drüber streuen. Das müsst ihr aber dann wirklich direkt machen, sobald, bevor die Schokolade fest ist. Ich habe jetzt alle fertig und ich zeige euch mal, wie die aussehen. Also die werden schon von alleine, muss ich sagen, hier auf dem Brettchen direkt hart. Also es muss wirklich super schnell gehen. Und ich würde jetzt mal einen mit euch zusammen probieren, indem ich einen so ein bisschen anschneide und euch auch mal von innen zeige. Also das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Ich zeige euch jetzt mal, wie es von innen aussieht. Und wir probieren den jetzt mal zusammen. Mega lecker. Also ich muss euch sagen, schmecken richtig, richtig gut, sind super einfach gemacht und auch sehr schnell. Ist natürlich die Zeit im Gefrierfach, dauert etwas. Wer möchte, könnte sie natürlich auch noch süßen. Ich muss sagen, durch die weiße Schokolade brauche ich das definitiv nicht. Die Mango sind süß, das ist für mich perfekt so. Ich werde euch jetzt noch ein schönes Foto machen und hänge euch das wie immer hinten an. Das Rezept schreibe ich euch unten in die Infobox und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.